Jo, da. Wasser kommt. Ja, gut. Das gibt Geld. Geld. Ach, du meine Güte. Ich habe mich ja sowas von verfahren. Ich dachte, ich wäre auf dem Hof. Dabei bin ich da ganz oben. Ich dachte, wieso finde ich den Ausgang nicht? Das sieht doch genauso aus wie auf dem Hof. Tja. Hier oben dieses Schweinelager. Der Wahnsinn. So, wollen wir mal sehen, ob wir den jetzt Diesel laden können. Ah, hier, siehst du? Eieiei. Muss es doch mal schaffen, hier rauszukommen. Was ist er nun? Hä? Was hat er denn jetzt hier? Also irgendwie stimmt doch hier nicht. Ui. Machen die zwei da hinten, mal schauen. Wo ist jetzt meine Hinweistafel hier? Gar nichts steht ihm im Weg. Hä? Denn hier? Meine Tafel ist weg. Ach, Mann, was ist denn? Was ist hier gerade faul? Mal rausfahren. Wieso hat der denn jetzt mit Mal? Das verstehe ich nicht so ganz. Naja, das kann er nicht. Ach, Scheiße. Kann der Vogel jetzt auch... Moment mal. Das ist ja auch witzig. Das Ding kann sogar Dünger laden.
Na, das ist ja auch ganz toll. Das wollte ich ja eigentlich gar nicht haben. Das ist ja auch ein bisschen blöd gemacht hier. Was denn? Lädt er den jetzt oder lädt er den Muss ich nicht? den ganz hinten so ranfahren? Keine Ahnung, also Hey doch. das noch weiter raus. So weit sein. Aha, jetzt macht er das. Musst du so aufpassen, wenn du mal hier bei der Biodieselanlage fährst, ne? Ja. Und du holst Diesel ab, dann musst du einen ganz großen Bogen machen um dieses Düngerteil. Sonst zieht der sich sofort Dünger rein. Und dann stehst du da mit deinem Glück. Also jetzt zieht er sich nicht mit Diesel rein. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich den auf den Hof ausladen kann, beziehungsweise beim Tierhof. Also wenn er das kann, dann hat er gute Arbeit gemacht. Also dann kriegt er von mir 30 Sterne. Ich hatte ja heute erst einen Fehler gemacht. Ich habe das ganze Pack, ich habe gedacht, das wäre so klar, habe ich in den Mods-Ordner reingeschoben, ne? Und wollte das dann hochladen. Dachte, das ist ein Pack, ne? Das geht ja mit ein paar Sachen, geht das ja. Ja, und dann hat er mir auf dem Server gesagt, inkorrektes File, nicht LS15 zugelassen. Hä? Da habe ich ihm dann eine kurze Mitteilung geschrieben, der hat auch sofort also geantwortet. Und dann habe ich das dann nochmal entpackt und dann ging's. Also, hier kannst du ganz ge gepflegt eine Schmögen gehen bei. Das läuft so langsam. Aber man darf ja nicht rauchen, nicht? Beim Diesel darfst du nicht rauchen, nicht? Ja, Ein bisschen. Diesel geht noch. Ja? Ja. Ja. Gut. Aber wir wollen mal gar nicht mal hier anfangen mit der Schmökerei hier. Das ist ein explosionsgefährdeter Betrieb und da wird nicht geschmökt. Ja, auf dem, also an der Tankstelle würde ich auch nicht Siehst du? rauchen. So, also jetzt fahren beide mit dem Follow-Me-Mod. Der eine lädt ab und der Ladewagen fährt schön hinterher. Aha. Und sammelt auf, ja. Na. Also im Moment harmoniert das ganz gut. Bremsen auch schön und halten schön ihren Abstand. Der Drescher hat genügend Platz zum Wenden. Ja, dann werde ich dir nachher meine Presse besorgen. Also musst dann mal herkommen und dir das mal anschauen, ja. Ja, ich habe ja gerade Zeit. Moment, ich komme mal hingehopst. Ja, hopsen Sie bitte jetzt. Geh mal hier weg und lass die mal schön machen. Ach, da fährst du gerade mit, ja. Ah ja. Aha. Woran orientiert er sich jetzt, nachdem der jetzt da vorne abtankt oder was? Dem Genau, ja. fährt er jetzt achteran. Ja, den Drescher hat er nicht genommen. Der nimmt halt immer den letzten, weißt du, der Ach kein so. Master ist. Ach so. Für den ist der jetzt der Chef da vorne. Aha. Er hält ja auch schönen Abstand, ne? Ja. Ist schon nicht schlecht. Ah ja, das muss ich mir dann mal bei Gelegenheit mal. Wenn du jetzt die rechte Steuerungstaste mal festhältst, dann Ja. siehst du die Einstellung. Die rechte Stunde von der Maus?
Nee, hier, rechte Steuerungstaste, STRG auf der Ach so. Tastatur. Rechte. Ah, Lieder. Ah, so, ja. Und mit den Tasten W, A, S, D ist so wie beim Autofahren, also mit der Steuerung auf der Tastatur. W stellst du Ah ja, das halt sehe ich den schon. Abstand ein, Ja. davor oder mit S hinter ihm. Und mit Aha. A oder D stellst du ein, wie weit er links oder rechts fahren soll. Ah, das muss ich mir mal, ja, das muss ich mir dann mal, das ist ja nicht schlecht, du. Aber wenn du jetzt den Wagen voll hast, und du wirst jetzt den losbrummen, dann brummt der Ladewagen achteran. Du musst das mit Steuerung, mit der rechten Steuerung und F dann ausschalten und dann musst du ihn selbst abtanken halt, das ist klar. Ja. Und dann bleibt der Ladewagen so lange stehen oder was? Bist du denn Nee, wieder? der fährt und fährt, ob er voll ist oder nicht, das ist dem egal. Ach so. Deshalb muss man ab und zu mal gucken, wie viel hier, aber solange der noch abtankt hier, das sieht man ja, ist in dem Hänger noch genügend Platz. Ja. Der ist halb voll gerade, ein bisschen drüber. Oh, ist nicht schlecht. Aber fährt schön sein Ründchen, der andere kommt auch hinterher. Wie viel haben wir denn noch überhaupt zu dreschen? Oh, das geht ja noch. Das ist ja noch im Rahmen. Dann kann ich immer gucken. So, ich werde mal nach meinem Diesel gucken. Schau nach deinem Der Diesel. sollte eigentlich voll sein. Ne, immer noch nicht voll. Oh, aber 17.000. Naja, gut. So, aber ich werde das mal anhalten. Ja. Dann werde ich mal zum Hof eiern damit. Mal gucken, ob ich da was loswerde auf dem Hof. Also wenn er das hingekriegt hat, dann muss ich sagen, Hut ab. Das wäre echt gut. Dann ist das ein schönes Allround-Fass. Naja, man kann ja auch notfalls dann einmal durch die Waschanlage fahren. Und dann spült man ihn eben, ne? Das kann man ja Ja. auch machen. Genau. Jo, nu. Ja. Ja. Aber Wobei, also das, ich meine, Lebensmitteltransport und Gülle da drin, das kann ja wohl nicht sein, ne? Das. ja, ich muss mal sehen. Also vielleicht, aber vielleicht, dass ich denn mir denn davon denn vielleicht zwei hole. Denn wie gesagt, ich muss direkt mal etwas gucken. Mal kurz aussteigen. Mal da hinten gucken. Ja, ist schon geil. Also er hat hier mit Animation. Und er zeigt jetzt auch an, dass das jetzt also Diesel drin ist. 33 12 02. Oh, und er hat sogar noch eine Kupplung hinten dran. Ach du Scheiße. Na. Aber auch ein schickes Teil. Also ich sag mal so, ich glaube, der kostet, glaube ich, hier mit der Pumpe vorne dran. Dann hat er hier hinten nochmal eine Füllanimation dran, hier vorne. Doch, das hat schon was. Hat er sich echt Mühe gegeben. Obwohl dieser natürlich von der Farbe her ein bisschen bescheiden aussieht. In Schwarz, aber das kommt ja durch das blöde Mieten. Aber ich denke mal so, einen davon und dann als, na sag schon schnell, für Diesel und meinetwegen für Gülle und einen davon für Milch und für Wasser. Dann passt das. Ja, eben. Da kann man leben Ja. mit. Den Diesel, den kannst du ja einmal durchgefällt. Aber obwohl, das kommt nicht ganz so hin mit unserer Philosophie. Wir wollen ja eigentlich ja vernünftigen Kram ja herstellen, ne? Ach, und dann ist er natürlich wieder mit der Reinheit. Ah, ich weiß noch nicht, ob wir das so machen. Ich muss mal gucken. Ah, ich muss mal sehen. Erstmal muss ich jetzt gucken, ob er überhaupt da abfüllt. Oh, und da bockt schon wieder durch. Er fällt mir in die Bäume rein hier, Dussel, du. Oh, im Moment ist er aber echt schlimm, du. Bei mir ist gerade auch ein Stau. Also ich verstehe nicht, warum das bei dir nicht...